gemeinsam heute bei dem Abend Verdissimo? Ist dieses gemeinsame Singen einfacher, wenn man sich liebt? Immer. Si chanter ensemble, c'est plus facile quand on s'aime. Qu'est-ce que tu as dit? Er lacht. Na, toujours, non? Er fragt, was ich gesagt habe. Ja, wir werden uns noch sehen. Sie singen Open Air. Das ist bei einer, das bringt die Stimme auch immer ein bisschen möglicherweise in Gefahr. Trotzdem nehmen Sie sehr gern Auftritte bei Festivals statt Open Air. Warum trotzdem? Ja, ich meine, Open Air Veranstaltungen, das ist mehr ein gemeinsames Erleben von Musik und einem schönen Abend in einer hoffentlich guten sommerlichen Atmosphäre ohne Regen. Und ich muss sagen, Regensburg hat den Namen Regen, Gott sei Dank, nur im Namen. Und ja, bis heute Mittag sah es ja nicht so gut aus, aber ich glaube, wir sind alle positiv. Also es ist traumhaft. Sie wirken sehr ausgeglichen und balanciert. Trotzdem singen Sie hochdramatische Rollen und eine Ihrer erfolgreichsten ist Lucia in Lucia di Lammermoor. Wie versetzen Sie sich in diesen Wahnsinnscharakter? Naja, das ist wahrscheinlich meine Lust und mein Verlangen nach dem Schauspiel. Und wenn man solche wunderbaren Opern hat, die so tolle, interessante Charaktere zu verkörpern haben, da steige ich natürlich gerne ein als Bühnenpferd. Deswegen muss ich ja nicht verrückt sein, wenn ich eine Wahnsinnsszene singe. Da braucht man alle Alarmlampen und genaue Kontrolle. Und ja, das ist eigentlich die Balance. Ich möchte Sie beide gern die Stimme des jeweils anderen beschreiben lassen. How would you describe the voice of your woman? Oh, beautiful, color, perfect technique. Higher than me, a little bit. Musicality. Und wie würden Sie die Stimme Ihres Mannes beschreiben? Ja, das ist. Ich liebe erstmal tiefe Stimmen. Und seine Stimme ist, kann von samtig bis ganz satt und tief und voluminös klingen, aber genauso auch zerbrechlich und sehr berührend. Also er hat volle Power und kann aber auch in den leisen Tönen mit seiner Stimme spielen. Und da fange ich dann an zu schnurren. Sie haben zwei Söhne, Jahrgang 2010 und 2012, kleine Buben. Singen die schon? Immer eigentlich, ne? Wir sind nos enfants, ils chantent. Ja. Ja, beim Autofahren, nach der Schule, beim Spielen manchmal. they love music. And ich muss ja Deutsch sprechen. Sie haben keine Angst vor klassischer Musik. Und das ist das Schöne. Sie sehen das als ganz, was ganz Normales. Sie lieben die Orchesterproben, die Instrumente zu entdecken. Manchmal dürfen sie auch spielen, manchmal auch dirigieren. Also ja, die sind mit dabei. Aber in allen Bereichen. Also Popmusik, Rockmusik und so weiter. Das gefällt ihnen wie uns. Und eine Frage noch nach Regensburg. Haben Sie Eindrücke gewonnen oder werden Sie noch was sehen von der Stadt oder kennen Sie die Stadt vielleicht auch schon? Ja, ich habe Verwandtschaft in der Nähe von Regensburg. Ich war leider noch nicht so oft hier. Jedes Mal, wenn ich hier bin, entdecke ich wieder was Neues und es ist traumhaft. Also was da an Gebäuden, die Innenstadt, an Geschichte und Schönheit auch wirklich ist. Und wir brauchen Schönheit. Comment est-ce que tu aimes Regensburg? Je ne connaissais pas. C'est magnifique. Magnifique, ja. Ville. Er kannte es vorher noch nicht und er ist auch very ganz... Nice. Vielen Dank für diese kurzen Eindrücke vor dem Konzertabend heute und schönen Abend. Heute einen fürstlichen Verdi. Wirklich. Thank you. Danke. Wunderbar.